Tod. Ja. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Mission 36. Verbrannte Erde. Kloster Marienburg, September 1285. Ihr habt dem Schwein widerstanden und werdet ihn nun durch einen geschickten Schachzug verwirren. Hierzu werdet ihr tief nach Südwesten durch sein Reich ziehen und ihn blitzartig an unerwarteter Stelle angreifen. Ihr marschiert eine Woche lang nach Südwesten, überquert den Rhein und erspäht dann eine günstig gelegene Anlage in der Mitte zweier Arme der Mosel. Es handelt sich um ein Kloster, das von Schweinstruppen bewacht ist. Im Nu ergreift ihr von der Anlage Besitz. Doch der Feind hat eure Ankunft früh bemerkt und setzt die gesamte Anlage in Brand, einschließlich der bewirtschafteten Felder, bevor er flieht. Hier seid ihr nun, Mutterseelen allein, inmitten einer Ruine im Feindesland. Und davon nicht genug. Ringsherum befinden sich weitere Stützpunkte des Schweins, die von eurer Aktion Wind bekommen haben. Na, wie geht euch das? Wir sind wieder bei der größten Stronghold-Kampagne aller Zeiten, der Deutschland-Kampagne von Prinz von Hessen. Ja, Mission 36, wir sind hier bei Kloster Marienburg und Berater Justi hat uns schon wieder über die Lage aufgeklärt. Wir sind hier mitten im Feindesland, haben zwar das Kloster eingenommen, aber ja, anscheinend sofort alles in Brand besetzt und sind vom Feind umzingelt. Ja. Ja. Gut, alles klar, wenn die Mission schon so gleich losgeht, dann weißt du gleich Bescheid. Das wird vermutlich ein ganz schön harter Brocken werden. Ja, wir gucken uns erstmal um. Ja, wie schon beschrieben, hier wurde alles in Brand gesetzt, um Gottes Willen. Wir haben hier 1, 2, 3 Stützpunkte vom Schwein werden hier von beiden Seiten anscheinend belagert. Also, ja, mein Gefühl sagt mir schon, das wird wahrscheinlich eine längere Mission, ganz schön harter Brocken. Ja, erstmal zu den Fakten. Wir sind hier bei Marienburg. Das bedeutet, wir sind wieder in Rheinland-Pfalz. Das ist hier nämlich genau an der Mosel bei Plünderich und Zell, soweit ich das gesehen habe. Und ja, blende ich wie immer hier natürlich jetzt mal ein bisschen ein. Und das wurde auch wieder ganz schön aufgebaut, dieses Kloster. Also ist heute wieder in ganz gutem Zustand. Wird natürlich wie immer ein bisschen anders genutzt. Aber jo, ich würde sagen, dann starte ich jetzt hier mal rein. Starte das nochmal, ja, Schwein wird mich hier sonst wahrscheinlich sofort killen. Ja, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, was will ich hier überhaupt behalten? Wir gucken uns mal um, eine Rüstungsschmiede, eine Schmiede. Willigness. So, dann haben wir hier eine Brauerei und den Rest könnten wir eigentlich mal versuchen zu retten nach Möglichkeit. Wo die Mühle, die kann auch gleich weg. Und dann versuche ich hier mal gleich die Truppen zu sammeln, weil die Mühle, die werde ich so oder so woanders hin platzieren. So, dann. Uff, sind da gerade Truppen verbrannt? Weiß ich nicht. Und weiter. Ach, das ist so ein kleiner Backfield. So, das ist jetzt hier schon mal gelöscht an der anderen Front. Hier kommt mal alle nach oben hier. Gruppe ist gebildet. Uff, der eine Armbrustschütze hier. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, löschen die jetzt nur hier oder nicht? Das ist die Frage. Von da unten kommen auch Bogenschützen. Sehr wohl, meine Herren. Komm, bevor die hier einen fetten Knubbel bilden. Auf dem Weg. Stürmen da mal gleich gegen. Da kommen noch einige. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier so gut gewesen ist. Ich denke nicht. Aber gut. Nehme ich erstmal so hin. So, 2 Kolbis, 8 Picken, 2 Lanzenträger. Und hier ist anscheinend tot der Winkel. Aber wir konnten soweit alles ganz gut bewahren. Deswegen würde ich hier fast sagen, gehe ich hier schon mal in den Überlebensmodus über. So, hier auf jeden Fall allerhand Holzfäller. Ja, kriegen sie das nur hin oder nicht? Warte mal. Mach mal folgendes, ich schick mal die Pikiniere hier raus. Dann
würde ich sagen, ganz, ganz wichtig hier auf der anderen Uferseite. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Auch super viel Getreide. Wir können ja mal gucken. Ja, hier kann ich vergessen. Also das ist schon dieses natürliche Abbaugebiet hier von vom Getreide. So zack, zack, zack. Am besten hier auch gleich ein paar Holzfäller hinsetzen. So. Dann machen wir hier auch noch Holzfäller hin. Ich würde sagen, ich will hier... Guck mal, hier ist sogar noch eine Ruine. Beliebtheit sieht noch gut aus. Kann sich aber natürlich schnell ändern. So, dann habe ich das schon mal abgerissen. Schön. Oh oh. So. Zwei Vorratslager. Oh nee, der ist verpackt. Das ist ja ehrlich. So, was brauche ich alles? Ich habe quasi keine Nahrung mehr. Nee, sieht ganz, ganz düster aus. Heißt, kaufe mir vielleicht sogar mal Getreide. Will ich die Kirche vielleicht doch abreißen? Das Gotteshaus muss weg. So, also baue hier mal eine Mühle. Und die Frage, wie ich die Mauern später mache. Meine Bäckereien kann ich relativ easy abwehren. Später abreißen. Ja, letztes Mal schön im Westerwald gewesen. So, komm, ja. Mehl, Mehl, Mehl. Wir haben hier einen Schwertkämpfer, könnte ich theoretisch ausbilden. Wir benötigen mehr Holz. Ah, weiß ich nicht, ob sich das lohnt so. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, Beliebtheit sinkt, ich weiß. Oh, auf jeden Fall noch mehr Bäckereien. Zack. Vielleicht noch eine. Hier werde ich wahrscheinlich so ein bisschen freilassen. Und über kurz und lang. Das ist auch eine Bäckerei. Okay, die lasse ich erstmal für den Moment. Ja, ich brauche ganz viel Holz eigentlich noch. Da kriege ich noch eine Getreidefarm, weil die müssen hier halt über das ganze Flussufer immer rüber gehen. Das sind halt Laufwege des Todes. Die hier stehen natürlich ganz gut. Vielleicht, ich mache einfach mal hier ein, zwei Jäger. Weil, uff, ich habe ja auch so viel Bevölkerung. Wahrscheinlich wäre das gar nicht so doof gewesen, eine Kette noch irgendwie. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ein Häusel oder so abgerissen, weil jetzt habe ich hier so viel totes Fleisch. Lohnt sich eigentlich gar nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Getreidefarmen. Ja, wird wahrscheinlich trotzdem selbst nicht für eine top platzierte Mühle hier ausreichen. Bei weitem nicht. So, dann würde ich aber sagen, fange ich hier auch schon mal an. Ich glaube, ich muss die Kirche. Wir bringen mir die. Ah, plus 2. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Ist schon nicht ohne. Ich mache jetzt erstmal noch einen Pfeilmacher. Damit die Leute überhaupt was zu tun haben. Wir machen mal ein bisschen schneller. Berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Was? Eine große Truppe des Schweins. Wie viele Truppen habe ich? 20? 5 Armbrustschützen. 6 Bogenschützen. Ach, du ahnst es nicht. Warte mal. Ja, was soll ich da denn jetzt mal? Niemand von euch. Kann ich irgendwas schnell aus dem Finger saugen? Bin zur zack, Stelle. Zack. Mein Bogen kommen wir noch alle hoch, aber ja gut. Truppen des Schweins greifen an. Keine Ahnung, 2 Lanzenträger, 2 Kolbis, 8 Pekiniere. Truppen des Schweins, wo kommen sie? Weiß ich nicht. Ach, das sieht schon ein bisschen düster aus, muss ich zugeben. Warte. Nochmal hier einmal Bögen nachkaufen. Bin zur Stelle. Mein Reich sterben bringt mir auch nichts. Waffenkammer muss ich auch mal unbedingt gleich umplatzieren.
Will mir noch diesen einen Schwertkämpfer ausbilden. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Erstmal nicht. Kirche abreißen. Weiß nicht. Ganz schwierige Entscheidung. Ja gut, da kommen sie jetzt alle. Hoffe, die Holzfäller kommen noch durch. Bitte. Robert Kirchmann. Wir sind verloren. Giselbrecht Eichborn. Heinrich Breitbart. Ja, ich glaube, die Bogenschützen, die kann ich noch hier alle ziemlich gut abwenden. Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Da ich hier die anderen Verteidigungsan. Ey, was soll das? Ach, Junge. Ja, ich muss mich jetzt. Ich muss hier jetzt sofort gegenknubbeln. Komm mal wieder nach oben. Aber gern. Scheiße, da sind noch recht viele Kolbis am Start. Das ist eklig. So, komm mal nach unten jetzt. Ach nee, viel zu viele Kolbis. Ja, die Kirche muss weg. Eine Botschaft des Schweins. Komm, wir starten nochmal neu. Der Start an sich war ja gar nicht so verkehrt. Warte mal. Wir hatten konstant hier einmal einen Brunnen. Denn, pass mal auf. Schenke, das bringt mir hier alles nichts. Kommt alles weg. So, guter Mann, lösch hier mal recht schnell. So, dann Kolbis nach unten. Pikiniere nach unten. Am besten, bevor die hier ankommen. So, Gruppe bilden. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Um den paar Blender Mountain stehen, ne? Aber ist erstmal egal. Nutze ich meine Zeit hier schon? Ja, kann gerade nichts platzieren an den Stellen hier. Ihr könnt auf uns zählen. So, da kommen die ersten Männer hier. Da ist so ein kleiner Versatz drin. Ah, und die knubbeln sich hier schon so eklig an den Bauern. Das will ich eigentlich nicht. Sehr wohl, mein Herr. Allzeit bereit. Ach, und jetzt sind die hier alle so blöde. Auf! Das war gar nicht gut diesmal. Oder? Ja, auf jeden Fall bedeutend besser als beim letzten Mal. Ich nehme es einfach mal so hin. Wir haben beinahe keine Nahrung. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ends aber ganz schnell. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ah, sind hier auch noch Feinde in der Nähe. So, ganz viele Getreidefarmen. Los, 1, 2, 3, 4. Denn ein Arsch voll Holzfäller hier. Zack. 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 So, dann machen wir das gleiche wie vorhin. Ich reiße hier den Wall ab. Das hatte mir soweit schon ganz gut gefallen. Weil das will ich definitiv alles aus Stein einmal neu aufbauen. So, jetzt habe ich auch viel mehr Ressourcen. Ja gut, die Pfeilmacher musste ich eigentlich näher platzieren, aber ist egal. Wir benötigen Holz. Pass mal auf. Der Brunnenarbeiter kann, denke ich, wieder weg. Das mal. Und... ja, eigentlich wäre es schon, das ist schon nicht so verkehrt gewesen, dass ich mir das Getreide, glaube ich, gekauft habe, bis die hier unten anlaufen. Uff, das kann halt dauern. Mit der nächsten Holzfuhre auf jeden Fall sofort eine Mühle. Aber mir kommt dazu vor, dass ich diesmal deutlich mehr Truppen habe als beim letzten Mal. So, Mühle ist gebaut. Pfeilmacher läuft leider umsonst. Aber ich brauche erstmal was zum Mampfen hier. Die Leute verlassen die Burg.
Oh, warum? Der Kornspeicher ist leer, Sire. Das ist beim letzten Mal aber nicht so gewesen. Da habe ich wieder echt viel schneller gebaut. Aber das gibt mir jetzt mal hier die Möglichkeit, hier das eine Haus kommt weg. So viele brauche ich nämlich nicht. So, dann machen wir hier fix noch mehr Bäckereien. Ja, die kann ich später alle ganz gut abreißen. Falsche Richtung. Ja, hä? Warum habe ich jetzt so viel negative Beliebtheit? Was soll das? Da kann ich auf jeden Fall schon mal nachstocken hier. Und ich brauche unbedingt hier auf der anderen Uferseite, ich muss mir das ordentlich freihacken. Da brauche ich ordentlich Holzfäller. So, und jetzt bitte, bitte, bitte. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Kommt mal schnell wieder hier. Vorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Die doppelten Rationen muss ich aber ganz schnell ausstellen, so. Bäckersmänner liefern ab, nur gerade rechtzeitig. Gold, euer Gnaden. Ja, weil das, den Quark muss ich hier sofort ausmachen mit den Spenden, so. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins. Jetzt kommt die große Truppe vom Schwein. So, kann ich hier meine Truppen nicht jetzt ein bisschen besser platzieren? Ich hoffe doch. Bin zur Stelle. Kann auf jeden Fall einen Bogen schützen, zwei Bogen schützen. Bin zur Stelle. Eine Botschaft des Schweins. Ah. Niemand von euch wird überleben. Ich hab mir vorhin einige Bögen nachgekauft, ne? Es wird die Truppen des Schweins greifen an. Ja, ist in Ordnung. Rücken aus, eure Befehle. Dafür habe ich diesmal bedeutend mehr Nahkämpfe. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. So, nochmal zwei neue Bogenschützen. Einmal bitte nach oben, danke. Was gibt's? Was wünscht ihr? Ja, scheiße. Warte mal, ich muss sie alle einzeln auswählen und hochschicken. Ja, manchmal steht nur Muskelkraft. Der Bergfried ist hier irgendwie auch wieder... In Ordnung, Schaft. Guck mal, mal geht nicht. So, jetzt. Ihr könnt auf uns zählen. Und jetzt geht auch. So, nehme ich erstmal so hin. Ich muss das nehmen, was ich kriege. Ah, so, hier, Holzfäller, Holzfäller. Hier müssen wir ganz viel tun. Bin zur Stelle. So, nochmal zwei Bogenschützen. In Bewegung. Die kriege ich jetzt aber nicht nach oben hin. Wo sind die Männer denn? Die sind vorhin von zwei Seiten irgendwie gekommen. Diesmal kommen sie aber alle von oben, wie mir das aussieht. Da bleiben auch ein paar Leute stehen. Weil ich tendenziell natürlich... nicht verkehrt von ihr, kommt mal hier Stücken zurück. Ja gut, hier kommen doch einige. Eure Befehle? Das ist schon der Kolby gewesen. Uff. Ja, endlich. Ja, hier muss ich gleich fett gegenknubbeln. Wenn die Kolbys weg sind, ist der Rest eigentlich fast egal. Mit dem Rest komme ich zurecht hier. Knurrel da mal gegen. Beef. Ach, da sind ja noch Kolbys. Uff. Da sind ja noch mehr Kolbys. Aber sieht diesmal viel, 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 viel besser aus. Warte mal, das gefällt mir da doch nicht. Viel zu viele Bogenschützen. Da müssen die Kolbys mal meine schöne Ausfalltruppe aktiv werden. Und in der Zeit darf ich aber nicht tatenlos zusehen, sondern ich muss hier abholzen. So, haben sie geschafft, ne? Da kommen wir noch mehr. Hilfe! Bewegt euch, Hunde! Hol mal die Pikiniere hier ran. So, ein Brot wird abgeliefert. Ja, sind wieder so viele abgeschossen worden. Zwar na, wer spießt am eine sehr traurige auf? Geschichte, aber auch sehr lehrreich. Vorwärts, ja, sage mal, nun kommt doch mal ran hier, Bogenschützen. Aber gern. Kommt doch mal in Schussreichweite. In diesem Gebäude gibt es
ist keine Arbeit. In Ordnung. Warum haben die hier toten Winkel? Sag mir jetzt nicht wegen dem Marktplatz. Oh nee, jetzt kann ich den nicht abreißen. Das ist doch schon wieder wie verhext hier da. Ja, komm, hilft. Ambrosschützen kommen da auch noch. Los, Kolbis. Haut da mal rein. Hilft ja alles nicht. So, also, ich hab einen ganzen Arsch voll Holz auf jeden Fall. So, stell hier mal zwei Leute auf Armbrustmacher um. Manchmal hilft nur der Futter. Absolut verrückt, dass die da nicht angeschossen werden. Schulter die uns Waffen. Entgeht niemand. Was wünscht ihr? Was klack, 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 klack. Ja. Also, ich bin mit dem Start überhaupt nicht zufrieden. Sag ich ehrlich, wie es ist, aber ja, muss ich jetzt erstmal so hinnehmen. Den Marktplatz platziere ich mal nach hier vorne um. Keine Veränderung, so, ich nehme keine Steuern, weil ja, wirklich viel kann ich halt nicht bieten, ne? 115 Nahrung aktuell, aber keine Veränderung in der Schatzkammer, ich gebe mal Doppelte. Na kommt, Leute. Hier vorne schnell freihacken. Mehr als zwei Vorratslager will ich wahrscheinlich auch gar nicht geben. Aber auch noch einen Armbrustmacher. Ja, wo könnte ich hier denn theoretisch mal eine Käsefarm hinbauen? Das sieht wahrscheinlich hier schlecht aus, ja. Nee, kannst nichts machen, aber Bäume wuchern selbst hier vorne schon. Um das Gebäude zu verwalten. Das hilft alles nicht. Muss ich mal wieder ein Häusel nachbauen und mal einen Schluck Goldmalz. So. Menge Getreidefarmen gut. Platzierung scheiße. Mehr Holzfäller hier bitte. Und ich kaufe mir mal die ersten Harnische. So, Mehl habe ich gerade noch einigermaßen gut am Start. Das ist nicht verkehrt. Das Vorratslager ist voll, my lord. Oha. Pass mal auf, dann kaufe ich mir noch mehr Harnische. Achtung! Bin zur Stelle. So, vor allem, ich will erstmal einige Armbrustschützen haben. Ja, war gar nicht so schlau, was ich hier gemacht habe. Ich will unbedingt endlich mal die Waffenkammer umplatzieren. Das kann ich mir ja nicht mit angucken. Erstmal schneller. So, 90er Spieltempo, dann. Ich habe hier noch einiges an freien Bauern tatsächlich. Kann ich hier nicht auch mal Steine abbauen? Ja, mach das doch mal. So. Ja, zweiten Ochsenjockel baue ich ein bisschen später so. Der Holzfäller hier, den braucht kein Mensch mehr. Wir sind bereit. So, hol den Schwertkämpfer einfach mal raus da. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Ach Gott. Seid gegrüßt. So, das wird hier meine persönliche Wache. Der hält hier Ausschau. Sehr, sehr schön. So, irgendwelche Spots, wo ich hier schon bessere Getreidefarm. Ja, hier sieht's eigentlich. Da sieht's auf jeden Fall schon gut aus. Ah, hier auch. Ja. Los, komm. Ihr könnt das nicht dort. Ah, da ist noch ein oder Baum. Dann hier so weit oben wie möglich. Und hier geht auch noch eine. Jetzt läuft der Hase, glaube ich, schon. Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Achtung! Und los! So viel Sorgen mache ich mir um die Nahrung jetzt nicht mehr. Auch wenn es noch relativ düster aussieht, aber
Ich bin zur Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Da blicke ich schon in die Zukunft. Sire? So, 7 Armbrustschützen. Gut, gut, gut. Ja, wenn ich noch weiter in die Zukunft gucke, denke ich natürlich daran, ich muss hier auch diese das Dinger stürmen, ne? Ist voll, my Lord. Ah, wollen wir Pikiniere nehmen? Ich hab mal wieder Lust auf Pikiniere. Glockbock ja relativ selten. Denn in weiser Voraussicht muss ich hier die Mauer ziehen. Muss ich hier wahrscheinlich so ziehen. Ah, jetzt rennt er hier lang. Ah, es geht's ja gar nicht. Krieg da theoretisch noch einen Turm hin? Ja, geil. Das ist der perfekte Turm hier. Herrlich. Ich glaube, den baue ich einfach. Es war nicht allzu schlau, den jetzt schon zu bauen, aber egal. Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. So, bitte noch eine Armbrust abliefern. Ja, und jetzt Waffen kann man abreißen. Und ja, bau die mal nach hier vorne hin. Was ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte, war, wie weit ich meine neu errichtete Steinkloster eigentlich haben will. Da auf jeden Fall zweiter Ochsenjockel. Immer sehr, sehr wichtig. Bin zur Stelle. Ja, das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Für den Anfang. Damit kann ich arbeiten. So, wie sieht die Lage hier aus? Geht da jetzt noch eine Getreidefarm hin? Ja, geil. Muss jetzt aber wahrscheinlich schon bald wegen den Bauern aufpassen. Ja, der kann meinetwegen noch bleiben. Da ist noch ein Holzfäller, passt. Der Kollege hier kann wahrscheinlich weg und der Kollege auch. Muss ich mal wieder Harnische nachkaufen. Machen wir mal gleich 10. Damit ich ein bisschen was im Voraus hier habe. Joa, Steine auf jeden Fall, ne? Und es werden Rekruten benötigt. Ja, Steine. Was sagt denn die Nahrung? Waffen geschultert! Nahrung. Ja, hält sich gerade ganz gut die Waage, wenn man bedenkt. Ich habe hier natürlich noch recht viel Spielraum nach oben. Jetzt bauen wir 2 mehr. 15 Mehl, ja geil. Das läuft jetzt. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Sofort einmal Steuern mehr nehmen. Benötigt, Sire. Wir machen mal Folgendes. Wir bauen hier mal ruhig auf einem anderen Flussufer ein Häusel. Ich hoffe, das wird sie nicht rächen und die reißen mir da auf dem anderen Ufer alles ab. Das könnte natürlich passieren. So, Stein hat er abgeliefert, ne? Jo, 27 Steine. Dann plane ich jetzt mal. Oha, die kann ich sogar richtig weit ziehen hier. Würde fast sagen, das tue ich auch. Ja, gefällt mir. Dann kann ich die schon mal alle hier hochschicken. Ja, so ein bisschen läuft schon. Ein bisschen. Guck mal, Jax. Ja, ich noch die Holzpalisade vergessen. Ja, mal weg mit dem Dreck. Und? Ja, dann könnte ich schon mal dran denken. Pikenmacher. Pest hat unsere Burg. Ach nee. Och, das noch. Ach, Junge, Junge, Junge. Ich hier irgendwo noch einen Apotheker reingezwängt. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, sieht düster aus, ne? Sieht schlecht aus, aber ich meine, der muss ja nicht hier hin. Ich kann ihn noch irgendwo. Ich baue ihn mal tatsächlich hier hin.
So. Dann habe ich mir jetzt einen Cup of Picken gestellt, das ist gut. So, ich warte jetzt hier auf Steine, Steine, Steine. Bin zur Stelle. Ich würde eigentlich lieber schon mal gerne die Türme so ein bisschen vorplanen. Weil ich so ungefähr weiß, was ich wo haben will. Ja, das wird auf keinen Fall was hier. Oh, da ging einer. Okay. Die Leute verlassen die Boote. Ach, wegen der scheiß Pest, ne? Ja. Vorräte schwinden dahin. Unsere Goldvorräte. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich hatte noch ganz gut Bauernpuffer. Diese Glaue hat mich nochmal gerettet, ja. Das war nochmal Glück im Unglück. So, 23 Steine. Dann würde ich sagen, ich will diesmal mit großen Torhäusern arbeiten. Der Holzfäller hier kann jetzt auch weg. Bis wo gehen wir? Bis hier, hätte ich gesagt. Nehmen wir mal an, jo. Ich denke, damit kann man arbeiten. Dann kommt jetzt eine Eisenmine. Ja, sehr schön. Und wir bauen hier noch einen dritten Ochsenjockel. Das dauert mir zu lange. Ich hoffe, die kommen hier noch irgendwo durch. Das müssen wir beobachten. So. Holz, ja, zwei Vorratslager ist natürlich auch so ein Problem. Das ist eigentlich zu wenig. Ich könnte hier. Ah, das steht genau jetzt die Waffenkammer. Bin zur Stelle. Natürlich doof geplant. Unsere Goldvorräte. Wir nehmen wieder mehr Steuern von den Leuten. Eure Lordschaft. So, 19 Steine. Ich glaube, ich ziehe erstmal jetzt die Seite hier so ein bisschen zu. Hier ist ja relativ eindeutig, wo es lang geht. So, zack, zack. Da ist dann noch Platz für die Zinne. Genau wie auf der Seite. Jo, dann zeig ich keinen Stein. Ihr kommt schon mal hier hin. Ja, sieht doch schon vernünftig aus. Gibt's ja nie irgendwo Pech. Pech, Pech, Pech. Ja, gibt es, aber extrem weit weg. Ja, mein Lohn würde sich natürlich trotzdem. Machen wir uns nichts vor. Auf wenn es so extrem weit weg ist. Ich glaube, ich mache erstmal hier nochmal sicher. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Armorschutz sind meine Kappen mittlerweile richtig viel Gold, ne? Ach, Tom, ich sollte damit mal was machen. Armorschützen haben wir 30 Stück. Ich meine, wir kennen die Angriffe hier in der Deutschland-Kampagne, wenn das Schwein jetzt nach so langer Wartezeit ja, ordentlich was rausdrümmelt, denn werden die paar Leute definitiv nicht ausreichen. Achtung! Aber was willst du machen? Reicht hier so eine richtige Gasse? Finde ich eigentlich hässlich, aber ist egal. In diesem Gebäude gibt es ja, hab ich jetzt einfach mal gemacht. Aus Panik gebe ich ja zu. Aus reiner Panik. Dass ich hier noch richtig viele Schützen spammen kann. Bin ich auf 90? Ja, ich bin auf 90. Ja, und Ziel, die drei Bogen hier zu erobern, gefühlt noch in weiter Ferne. Tja, womit würde ich denn anfangen? Ich meine, da ist echt nicht viel los eigentlich, ne? Einige Schützen, Treppen. Weiß ich gerade gar nicht, ob da Treppen sind.
Oh, das hier, das ist ein bisschen mehr befestigt. Mangel. Zwei Stück, wie es mir aussieht. Und hier... Ja, auch einiges. Und Schilde gehen immer, theoretisch. Es werden Rekruten benötigt sein. So, zack. Und sagt man eigentlich Getreide, reicht das jetzt so, oder? Ja, kann man so lassen. Bäcker mangelt so ein bisschen, habe ich eher das Gefühl. Da kümmere ich mich gleich mal drum. Ich würde erstmal sagen, ich mache jetzt erstmal die Zinnen fertig. Zack. Einfach, damit ich schon mal eine grobe Vorstellung habe, von wo ich die Burg hier so ein bisschen breiter ziehen kann. Weil dieser Kern hier wird ja in der Mitte immer gleich bleiben. Jo. Sieht das schon mal einigermaßen vernünftig aus. Langsam. Aber sicher. Und los! Vorwärts! Panisch habe ich noch so viele. Achtung! Bin zur Stelle! Ja, jetzt kachelt die Produktion, man merkt's. Was steht denn da unten eigentlich? Zwei Bäckereien. Lächelt mich fast ein bisschen an, die abzureißen. Und da noch ein drittes Vorratslager. Das kotzt mir hier so an mit den zwei Vorratslagern. Die ganze Zeit hier hin und her händeln. Und so mittlerweile müsste ich ja eigentlich den Platz haben. Das Einzige, was mich gerade noch dran hindert, ist, dass ich noch nicht meine genaue Burgklosterform hier entschieden habe. Ja, hier ist ein sehr, sehr schöner Spot für den Turm. Gerne auch mal einen größeren, aber das... Wir benötigen Steine. Ja, ein Dreier wird hier hinpassen. Das ist in Ordnung. Dreier würde hier hinpassen. Ich baue den jetzt einmal. Zack. Schön. Mhm. Schön. Dann plane ich hier, glaube ich, jetzt mal ein bisschen um. Ich hatte ja gesagt, die zwei Bäcker hier kommen weg. Kommt jetzt hier ein drittes Vorratslager. Ah, es war ein bisschen ungeil, aber ich riskiere es mal, dass ich den da einen Pfeilmacher baue. Dann reiße ich die Pfeilmacher hier nämlich ab. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ja, ja. Warum? Unsere Lebensmittelvorräte verschwinden dahin, euer Gnaden. Die ganze Zeit sogar... Mann. Junge. Gut. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Kann man nicht ändern, ich hab 1400 Gold. Man kann's nicht ändern. Wir haben beinahe keine Nahrung. Ja, nun... Einmal reicht. Hier bock. Achtung, Alarm! Haseninvasion! Sofort einmal rüber hier, Leute. Das geht ja gar nicht. Wo rennt ihr hin? Ein weiter Weg. Komisch. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Sag mal. Stell das mal auf normale Ration und dann. Zieh mal was aus. Hier. Da kommen jetzt noch zwei Bäckereien hin. Gefahr, my Lord. Oh. Ein gewaltiges Heer des Schweins wird bald hier eintreffen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, jetzt schnell Panikeinkauf. So viel, wie viel habe ich denn? Ist sich schon nicht so geil, ne? 45 Armbrustschützen, 34 Bogenschützen, vor allem noch auf beiden Seiten so verteilt. Im Laufschritt. Wahrscheinlich werde ich
Achtung! Wenn ich sehe, die kommen jetzt von gerade von einer Seite. Und so, von wo kommen sie? Alle von da oben. Ach du Scheiße. Hätte ich bloß Pech abgebaut? Ja, ich hab hier glaube ich auch wieder zu viel. Das Schweins greifen an. Zu viel rumgejackelt. Mein das ist teuer. In Bewegung. War glaube ich nicht so gut. Okay, die kommen alle von unten. Warte mal. Rücken aus. Zieh mal die. Achtung und zieh mal alle ab hier. Warte. Gibt's noch nicht. Mein Herr, sind auf dem Weg. Sire. So, hier habe ich ja trotzdem noch. Ich mach die einfach mal meine Nahkampfgruppe so. Es kommt doch wieder von da oben welche. Alter! Ach, das sind von. Oh. Ja. Das sind von beiden. Das sind von beiden Seiten so eine Massen. Du Scheiße. Wir haben Reifen verloren. Ich meine, das hier ist. Geil, gerade. Die fallen da wie die Fliegen, aber jetzt kommen halt die ganzen Nahkämpfer. Ey! Hm. Ja. Ja, vor allem die ganzen Pikiniere. Uff. Ja gut, nach meinem Jumpstart von letztem Mal doch nicht so hier alles im grünen Butter. Ja, aber ich glaube, es ist definitiv machbar. Der Start war jetzt aber schon recht sehr zögerlich. Ich habe auch wieder nicht gespeichert. Gut, ist halt einfach so. Mal gucken. Ja, schreibt mir mal gerne, was ihr anders gemacht hättet. Ne? Oder wie ihr das angegangen habt, die Leute, die es schon gespielt haben, dann würde ich das an der Stelle hier erstmal beenden. Dann machen wir das natürlich nochmal im zweiten Versuch. Ja, geht ja gut los hier gleich, Kapitel 3. Gleich gestrauchelt in Mission 36. Naja, in dem Sinne, wir werden sehen. Aber eins ist sicher, alles wird gut.